Ja, erstaunlich wach waren das, die große Pressekonferenz, auf die wir jetzt schon so lange gewartet haben. Das waren die Chefunterhändler der drei Parteien. Alle sprachen von gegenseitigem Respekt, sie seien zufrieden. Martin Schulz hat noch mal auf eine turbulente Nacht hingewiesen. Und Angela Merkel hat darauf hingewiesen, dass sie nicht sicher gewesen sei, ob das gelingt, was jetzt gelungen ist. Herr Seehofer, der hat wohl den Satz des Tages geprägt, Politik kann Sondierung. Und das gibt uns jetzt das Stichwort, nach Berlin zu schalten, zu meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallower, der die Gespräche schon die ganze Woche über begleitet. Gerd, wie ist denn Ihre Einordnung nach dieser Pressekonferenz? Ja, jetzt passiert das, was natürlich anzunehmen war, wenn man eine Einigung unter den drei Parteien findet hier bei den Sondierungen. Dann werden jetzt die Vorteile dieser Einigung von allen Seiten herausgestrichen. Vor allen Dingen besonders wichtig für die Sozialdemokratie. Es kursiert auch schon ein Blatt, wo die Sozialdemokratie darstellt, dass 60 Punkte in diesen 28 Seiten nach ihrem Parteiprogramm hier sondiert wurden und verabschiedet wurden. Weitere 12 Punkte, da habe sich die Sozialdemokratie durchgesetzt. Diese Sprachregelung ist ja ganz wichtig für die nächsten Tage, vor allen Dingen für den Parteitag. Denn Martin Schulz muss ja vor die Seinen treten und das Ganze von einem Parteitag absegnen lassen. Und insofern wird das jetzt die Aufgabe der nächsten Tage sein. Heute werden die Gremien informiert, die Fraktion. Und dann wird Martin Schulz nach Bayern reisen und auch 2 oder 3 Auftritte in Nordrhein-Westfalen absolvieren. 2 große Landesverbände des Nordrhein-Westfalen und Bayern, um dort die Kritiker zu überzeugen, dass hier sehr, sehr viel sozialdemokratische Politik sich wiederfindet. Und Sie haben es gehört, auch Horst Seehofer geradezu euphorisch, wie er sprach. Und insofern, das soll ja alles auch helfen, die Kritiker im Land zu überzeugen. Allerdings muss man sagen, jetzt muss man erst mal in Ruhe diese 28 Seiten lesen. Unterm Strich haben die drei Verhandler Glück gehabt, dass relativ viel Geld in den Kassen ist mit 45 Milliarden Euro und freie Kitas zum Beispiel, Ganztagsbetreuung für Kinder, der Schwerpunkt gerade bei Familie und Soziales. Das ist das, was man vielleicht auch in den letzten 4 Jahren teilweise schon gerne getan hätte, wo man aber noch nicht rangehen konnte. Jetzt ist das der erklärte Wille dieser drei Parteien, dort einen ganz wichtigen Schwerpunkt zu setzen. Und ich hatte es auch schon oft gesagt, natürlich ist Digitalisierung ein wichtiger Schwerpunkt. Bis zu 12 Milliarden sollen dort reingesteckt werden in dieser Legislaturperiode. Das ist kein Highlight, denn Deutschland rangiert da in Europa sehr weit hinten. Das war dringend notwendig. Und ich sehe jetzt schon den Chor der Kritiker. Natürlich kann man über jedes kleine Ergebnis auch rumkritteln. Das werden Sie in den nächsten Stunden und Tagen erleben, dass das so kommen soll. Aber mein Eindruck ist in der Tat, auch wenn man die Worte der Kanzlerin ernst nimmt, dass es in der Tat vorher nicht sicher war, dass man in der Breite zu anständigen Kompromissen kommt, bei denen sich alle Parteien dahinter versammeln können, alle beteiligten Parteien. Und das scheint hier in der Tat gelungen zu sein. Ja, ich sag's noch mal, Sie haben es selbst schon gesagt, Schwerpunkt Soziales und Familie. Das Kindergeld soll erhöht werden, die Krankenversicherung wird wohl für die Einzelnen sinken, der Soli soll sinken, es soll eine Rente für Geringverdiener, also eine sogenannte Grundrente geben. Auf der anderen Seite mehr Geld für die EU. Das sind so die Eckpunkte dessen, was uns da zu erwarten hat, wenn es denn zu einer großen Koalition kommt. Ist da irgendwas dabei, was Sie persönlich jetzt noch überrascht hat? Naja, also die Einigung beim Soli, die ist ja eine Minimaleinigung. Bis zum Jahr 2021 um 10 Milliarden soll der Soli sinken. Da kann man nur sagen, das ist schade. Er könnte auch mehr sinken. Die Kassen sind voll und der Solidaritätszuschlag war uns ja eines Tages versprochen worden, würde ganz abgeschafft werden. Also da fange ich jetzt auch schon an mit der Kritik. Aber in der Tat, an jedem dieser Punkte, da lässt sich in der Tat auch durchaus Kritik anbringen. Aber nochmal, es ist ja wichtig, dass jede Partei sich dahinter wiederfindet. Und gerade zum Beispiel im Rentenpaket, da können die Sozialdemokraten sehr, sehr zufrieden sein. Die Solidarrente wird eingeführt. Horst Seehofer hat das auch noch einmal positiv unterstrichen, eine Art Grundrente. Ja, und dann die Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48%. Das ist das, was Andrea Nahles schon vor ein paar Jahren quasi vorgeschlagen hatte, was nicht durchzusetzen war in der letzten Legislaturperiode. Also in diesem Rentenbereich, da hat sich die SPD zu 100% durchsetzen können. Und wenn wir jetzt auf den Flüchtlingsbereich
Bildungsbereich schauen. Das hatte ich vorhin ein bisschen falsch eingeordnet. Da gibt es kein neues Gesetz bis Mitte März für den Familiennachzug, sondern zunächst wird die SPD und CDU/CSU recht schnell daran gehen, ein weiteres Gesetz vorzulegen, das den Nachzug verbietet. Das hört sich jetzt komisch an, aber weil einfach die Zeiten weglaufen. Und danach wird man dann ein Gesetz erarbeiten, das diese Einigung, und es muss ja dann auch noch eine Einigung in einem Koalitionsvertrag geben, widerspiegelt, dass eben 1.000 bis zu 1.000 Personen kommen dürfen als Familiennachzug pro Monat, sagen wir es anders, 12.000 im Jahr. Das sind dann etwas mehr vielleicht als die eigentlichen Härtefälle, aber das ist nicht wirklich viel. Damit zeigt sich die CSU einverstanden. Und eine Begrenzung der Flüchtlingszahl, sagt die SPD in ihrem 60-Seiten-Papier, die hat es ja nicht gegeben, das stimmt nicht so ganz, denn da hat man reingeschrieben, 180 bis 220.000 sollen es im Jahr sein. Also Sie sehen die Nuancen, wie man die Medaille beleuchtet. Von der einen oder anderen Seite kann man es natürlich positiv oder auch kritischer sehen. Und diese Reflexion einzelner Blöcke aus diesen 28 Seiten, die werden wir ab dieser Minute nun erleben. Gerd, hat es denn eigentlich schon politische Reaktionen gegeben jetzt auf diese Pressekonferenz, auch wenn sie gerade erst zu Ende gegangen ist? Ja, politische Reaktionen. Es ist ganz interessant. Die SPD hat ja ihre Sitzungen, Gremiensitzungen jetzt hier im Haus. Die haben sich da auch schon versammelt. Also von den Sozialdemokraten hat hier noch keiner das Haus verlassen. Anders sieht das logischerweise bei den Christdemokraten aus. Und da gab es in der Tat den einen oder anderen, der dann doch hier noch stehen geblieben ist. Auch bei denen, die sich hier geäußert haben. Wobei der ein oder andere, muss man einschränkend sagen, auch mal eben zu Hause war und sich schon einen anderen Anzug angezogen hat oder geduscht hat. Aber ich muss sagen, schlafen scheint Luxus zu sein, wenn Sie auch die drei Parteivorsitzenden angeschaut haben. Also das scheint ja völlig spurlos an denen vorbeigegangen zu sein. Also das ist eine tolle Physis, die die Politiker da mitbringen. Aber um auf die O-Töne zu kommen, in der Tat haben sich hier der ein oder andere geäußert. Und wir wollen Ihnen das mal zeigen. Es beginnt mit Rainer Haselhoff. Ich bin sehr zufrieden, dass in den letzten 24 Stunden unsere beiden Bärte gewachsen sind. Das hat sich gelohnt, denn wir haben jetzt mit 28 Seiten ein Papier hier vorzulegen, was so viele Projekte und auch Neuerungen, aber auch Chancen eröffnet, dass es, denke ich mal, für eine Koalition mindestens reicht und Projekte für mindestens auch 4 Jahre offeriert. Und ich bin sicher, dass diese Chance auch von beiden Seiten genutzt wird. Ja, eigentlich ist jeder einzelne Bereich, jedes einzelne Kapitel besonders wichtig. Das fängt bei der Grundrente an, geht über Sozialleistungen, Kindergeld, die Abschaffung des Solis für 90% der Bürgerinnen und Bürger, die den bisher bezahlt haben. Aber es gibt auch Strukturhilfen weiterhin auch zum Erhalt von Arbeitsplätzen im Zusammenhang auch mit der Klimapolitik in Deutschland und in Europa. Und wir haben auch ein Thema endgültig auch mal hier platziert, was die Mitfinanzierung der neuen Länder in das Sonderrentensystem der alten DDR anbelangt. Da haben wir viele Milliarden Euro zahlen müssen, die die alten Bundesländer nie im Haushalt zu stehen hatten. Hier werden wir eine andere Bundesbeteiligung haben. Und das nützt uns an der Stelle, dass wir mehr Investitionen auch in unseren Ländern machen können. Ja, das ist richtig. Deutschland ist natürlich die stärkste Volkswirtschaft. Auf der anderen Seite muss man auch verstehen, dass die wichtigste Botschaft, die von diesem Papier ausgehen kann, die ist, dass Deutschland wieder handlungsfähig wird. Die Menschen in Deutschland und in Europa warten darauf, dass wir eine handlungsfähige, nicht nur eine geschäftsführende Regierung haben und dass wir Entscheidungen treffen können, die für die Zukunft der nächsten Jahre und Jahrzehnte relevant sind. Und wenn wir das hinbekommen gemeinsam, und die Stimmung war sehr, sehr gut jetzt auch zum Schluss, dann bin ich optimistisch, dass wir stehen und damit auch die europäische Gemeinschaft weiter stabilisieren helfen können. Wir können gut damit leben, weil wir nach wie vor die Kultushoheit bewahren. Auf der anderen Seite, wir sicherstellen, dass da, wo wir gemeinsame nationale Schwerpunkte setzen, die Investitionen verstärken können, ohne dass damit die Kompetenzen der Länder eingeschränkt werden. Wir haben also ein gutes Instrument entwickelt, was wir im Zusammenhang mit der Finanzierung von Investitionen bei finanzschwachen Kommunen schon erprobt haben. Das ist grundgesetzkonform, kann gut funktionieren und wird von allen Ländern getragen. Dankeschön. Ja, Sie müssten die 28 Seiten lesen. Da finden Sie an vielen Stellen, gerade zum Thema Familie,
Alleinstehende mit Kindern, aber auch das Thema Grundrente und die Anerkennung auch von Erziehungszeiten, sehr, sehr viel. Wir hatten ja insgesamt für das Gesamtpaket 45 Milliarden Euro zur Verfügung. Die haben wir, denke ich mal, schwerpunktmäßig sehr gut platziert. Und da sind gerade diese Themenfelder im sozialen Bereich bis hin zur Pflege ganz deutlich entsprechend ausformuliert. Es lohnt sich wirklich, dieses Papier von vorn bis hinten zu lesen und auswendig zu lernen. Herzlichen Dank. Wie bitte? Die Noten der Sozialdemokratie ja relativ viel zu. Die Kernpunkte der SPD wurden nicht durchgesetzt. Glauben Sie, dass die SPD dem zustimmen kann? Ich glaube, dass die SPD ganz wesentliche Themen, die auch die Menschen, die die SPD gewählt haben, besonders als Schwerpunkt gesehen haben, hiermit abgebildet sind. Beide Seiten mussten Kompromisse machen. Beide Seiten haben wichtige Dinge untergebracht. Und es ging ja auch um die innere Homogenität der Themen. Denn Widersprüchlichkeiten lassen sich in einem Koalitionsvertrag nur schwer austarieren. Und deswegen bin ich, glaube ich, sicher, dass es sich um ein faires Papier handelt, was auf Augenhöhe ausgehandelt wurde und was beiden Parteien die Möglichkeit auch der weiteren politischen Entfaltung eröffnet. Schönen Dank. Ja, wir haben hart verhandelt. Die möglichen Grundlagen auch für Zukunftsprojekte heute Nacht gelegt. Und wir haben, denke ich, gute Chancen, damit auch einen Koalitionsvertrag verwirklichen zu können. Steuerentlastungen, Familienförderung, Begrenzung der Zuwanderung, wichtige Punkte, die da drin stecken. So, und jetzt muss man noch was draus machen. Dankeschön. Wir haben es uns allen nicht sehr leicht gemacht, aber das gehört dazu. Und jeder muss da bereit sein, auch harte Diskussionen über mehrere Stunden auch bei Einzelthemen auszuhalten. Man muss sich auch bei solchen Verhandlungen schlichtweg gegenseitig ertragen. Auch das hat dazu gehört. Danke. Ich finde, wir haben was sehr Gutes hinbekommen. Antworten auf die Ansage aus der Bundestagswahl gegeben. Ganz klare Regelungen bei Migration, Integration und Zuwanderung. Den Soli schrittweise abzuschaffen, aber zu investieren in Zukunft, in die Modernisierung unseres Landes, Digitalisierung, in Bildung, in die Ganztagesbetreuung, in den Grundschulen. Also wir haben die Lebenswirklichkeit der Menschen in den Blick genommen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und ich halte es nicht nur für sehr solide, sondern verantwortungsvoll, dass wir keine neuen Schulden machen, dass wir keine Steuern erhöhen bei diesem Steueraufkommen und dass wir in die wichtigen Themenfelder Familie, Bildung, Kinder und auch Modernisierung investieren. Ich kann jetzt keine Kröten erkennen. Wir hätten gerne die Bürger mehr entlastet. Bei der Einkommensteuer, da war die SPD nicht zu bereit. Aber so ist das eben, wenn man Koalitionen schmiedet, dass man ab und zu geben muss. Was glauben Sie denn? Wir Wir haben mit der SPD vereinbart, dass es ein Rückkehrrecht auf Vollzeit gibt, aber unter ganz gewissen Bedingungen, um die Mittelständler nicht zu überfordern. Wir haben aber auch gemeinsam vereinbart, dass wir die ländlichen Räume stärken möchten. Und gerade in den Ländern, die SPD regiert sind, kann man sich auch freuen, dass es viel Geld des Bundes gibt, was aber auch zweckgebunden ist, nicht um den eigenen Haushalt zu sanieren, sondern um die Kommunen auch zu entlasten vor Ort. Einmal in der Landwirtschaft. Da versöhnen wir gesellschaftliche Anforderungen an die Landwirtschaft, aber auch die Machbarkeit. Das heißt, das Tierwohl, Tierschutz, das Umweltschutz und nachhaltige Produktion vereinbar sind mit der Ökonomie, mit dem Wirtschaften in der Landwirtschaft. Wir werden das Thema Digitalisierung in dem ländlichen Raum voranbringen. Und wir möchten eine Kommission zum Thema ländliche Räume, gleichwertige Lebensbedingungen. Das wird sehr gut sein. Und ich glaube auch, dass der Blick auf die Integrationsleistungen, auf die Kosten vor Ort ganz, ganz wichtig ist, auch für unser Bundesland, aber auch für die anderen Bundesländer. Also ich habe viel gelesen, was heute Nacht gewesen sein soll. Es wurde hart gerungen. Wir haben uns nichts geschenkt, aber wir hatten immer das Bewusstsein, die Verantwortung, dass wir für unser Land was Gutes machen müssen und dass es vor allen Dingen um Vertrauen und Stabilität geht.
Wo war es am schwersten, den Kompromiss zu finden? Es war sicherlich für die SPD schwierig, im Thema Integration und Migration klare Grenzen auch zu ziehen, dass wir die Integrationsleistung der Kommunen nicht überfordern. Und ja, es war auch schwer, glaube ich, für die SPD zu erkennen, dass wir keine Steuererhöhungen machen. Wir hätten gerne mehr die Bürger entlastet, natürlich. Alles Gute und schön, dass Sie alle ausgeharrt haben.